Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Submerged. Und, huch, was mache ich denn da? Ja, wir wollten den Turm erklimmen. In der letzten Folge haben wir ja schon, oder in den letzten Folgen, Folge, glaube ich, haben wir angefangen, die letzten Reste zu sammeln, was noch übrig ist. An Nebensachen. Sprich, Relikte, Boots-Upgrades und so. Und es fehlt halt nicht mehr viel. Mal schauen, auch hier der Aussichtspunkt. Ich wollte mit dem Aussichtspunkt halt auch mal gucken, weil der deckt ja auch Sachen auf der Karte auf, die wir noch nicht vielleicht entdeckt haben. Dass wir das mal machen damit. Neun von zehn Aussichtspunkten. Juhu. Zwei Elemente der Karte hinzugefügt. Seht ihr? Sehr schön. Das heißt, wir haben hier noch zwei Sachen, die wir noch nicht entdeckt haben, die wir mitnehmen werden. So. Da wären wir auch schon wieder. Ab ins Bütchen. Da gucken wir doch mal. Da haben wir noch ein Buch, noch ein Boot-Upgrade. Sehr schön. Und oben haben wir ja noch ein Auge. Was ich, glaube ich, vielleicht erstmal nicht hole, sondern erstmal das Buch, was weiter weg ist. Es müsste da sein. Da kann der Bruder wieder raufklettern. Sehr schön. So, dann gehen wir mal das Büchlein holen. Das geht ja eigentlich relativ flott. Dumm. Wir kommen nicht rein. Okay. Ah, hier. Ein Fenster zu weit gelaufen. So. Alles sehr schön hier. Und nach oben. Und dann müssen wir wieder nach unten. Und hier ist das Buch auch schon. Sehr schön. Haben wir da eine Geschichte zusammen? Nein, noch nicht. Das ging ja flott. Diese Orte sind ja, wie gesagt, nur für die Tagebucheinträge. Mehr ist ja hier auch nicht. So, jetzt würde ich unten die ganzen Boot-Upgrades holen. Das Buch, das liegt ja ziemlich dicht beieinander. So. Das Boot-Upgrade müsste hier sein. Oh, Benzin vom Nitro ist alle. Und da links ist das Buch, das heißt da erstmal das Upgrade holen. Jawohl. Sechs Stück für... hier geht's gar nicht lang. Okay. Sechs Upgrades fehlen uns noch. Ah, ob wir alle finden werden, weiß ich noch nicht. Aber erstmal gehen wir hier das Büchlein holen. Da legen wir hier an. So. Eine weitere Geschichte. Beziehungsweise... einen weiteren... Oh, ein Tor. Einen weiteren Abschnitt des Tagebuchs der Geschichte. Des Ortes. So, da müssen wir jetzt hier reinfahren, ne? Genau so. Um dann da anzulegen. Sehr schön. So, wir brauchen...
ein Stein. Da ist er. Einer dieser Steine. Er hat doch mal seine eigene Musik, ne? Bei den ganzen Rätseln. Sehr schön. So, da müssen wir nach oben. Da geht's weiter. Jawohl. Und... wo müssen wir denn jetzt lang? War das richtig? Ich glaube, das war Fall... ah, nee, wir müssen noch weiter nach oben. Hier geht's weiter nach oben. Hier lang natürlich. So. Jawohl. Nein, sag mal. Bist du verrückt? Und Geschichte zusammen? Nein, noch nicht. Aber da fehlen uns jetzt auch nicht mehr so viele, ne? So, dann geht's wieder ab nach unten zum Boot. Da sind wir schon. Ach, das geht ja schnell. Das ging ja doch zügig. So, jetzt haben wir, glaube ich, noch den Aussichtspunkt oben links, ne? Ach genau, ein Boot-Upgrade haben wir noch. Das würde ich auch noch holen wollen. Und ein Aussichtspunkt. Das Boots-Upgrade liegt wo? Hier. Was ist das denn hier links? Waren wir da schon? Okay. Fehlt nur noch der Aussichtspunkt, der hier vorne auch irgendwo ist. Er war irgendwo hier. Ich hoffe, der deckt noch ein bisschen was auf. So. Ach, wie schön die Musik. Ein sehr, sehr schönes Spiel, wie ich finde. Immer noch. Ist einfach so. So. Zack. Und ab nach oben. Huch. Das soll, glaube ich, nicht so sein, dass die Bretter mitfliegen. Das war, glaube ich, ein Anzeigefehler. Ach, schön. Ist glaube ich, der letzte, ne, oder? Ist es der letzte? Ja! Alle Aussichtspunkte haben wir. Juhu! Geil! Und 6 Elemente der Karte hinzugefügt. 6 Stück, holy shit! Okay, da haben wir was zu tun. Vielleicht sind das die letzten Elemente, die uns noch fehlen. Die wir jetzt benötigen. Wie gesagt, ich würde den Samen ganz zum Schluss holen. Wenn das geht. Wenn wir dann alles gefunden haben. Ich hoffe, wir finden alles. Dann lass mal auf die Karte gucken. Holy shit. Alter, ist hier noch viel. Okay, Upgrade, Buch und dann natürlich, ja gut, das hat er aufgedeckt. Ich frage mich, ob hier unten in der Ecke, hier unten rechts noch was ist. Boots Upgrade, sagst du? Gehen wir das doch mal holen. Da ist es schon. So, 22 von 26. Jetzt ist da oben noch ein Buch. Das ist genau in die andere Richtung. Wir müssen erstmal wieder hier rauskommen irgendwie. Versuchen wir hier irgendwie den Wirrwarr zu entkommen. So, das Buch müsste... ja, die Richtung sein. Das ist eigentlich völlig richtig, wo wir lang fahren. Lass mal eben die Nitro auftanken.
So. Aber es decken nicht alle. Nicht alle. Links ist es. Nicht alle Aussichtspunkte decken alles auf, ne? Ist mir jetzt gerade so aufgefallen, weil wir haben alle Aussichtspunkte und es ist trotzdem noch Sachen versteckt, ne? Das heißt, wir müssen noch ein paar Sachen selber finden. Gut, die Kreaturen werden wir wahrscheinlich nicht alle finden, denke ich mal. Davon gehe ich ganz stark von aus. So. Und hopp. Ich hätte echt mal wieder Bock, ein richtig gutes Rätselspiel zu spielen, muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Ich bin ja so ein Rätselfan. Oh. Und immer leichtsinniger stahlen wir mehr und mehr Samen und Macht zu, um Macht zu erhalten. Die Flut der Gier hatte uns überwältigt. Ach so. Die Samen gaben also Macht. Verstehe. Damit haben die wahrscheinlich Energie erzeugt oder irgendwie sowas. Ja, und dann wollten sie immer mehr und mehr, natürlich. Ich verstehe. So. Dann haben wir das auch. Heißt also, wir müssen jetzt noch ein bisschen erkunden. Ich würde tatsächlich hier unten nochmal gucken gehen wollen. Hier könnte auch noch was sein. Es fehlen sich ja nicht mehr viel. Eine Blume, das ist die. Tagebücher 48. 52 würden wir da kriegen, glaube ich. Da sind 4. 2 Relikte fehlen es noch. Ja, Orientierungspunkte. Ich würde verwetten, dass hier noch was ist. Hier könnte auch noch ein bisschen was sein, aber dass der das nicht aufgedeckt hat. Hm. Würde einmal nochmal hier schnell eine Reise machen. Unten in die Ecke nochmal hinrudern. Einfach, weil wir es können. Wenn wir nicht alles finden, ist nicht so schlimm. Dann ist es so. Ich würde schon gerne komplettieren, aber ich würde das Let's Play jetzt sich auch nicht ungern unnötig in die Länge ziehen. Deswegen würde ich einfach mal zusehen, dass wir so viel wie möglich finden. So, erstmal gucken, dass wir hier rauskommen aus der Stadt. Das mit dem Parkhaus finde ich immer noch sehr cool, muss ich sagen. So, wo ist der Ausgang? Da. Den Aussichtspunkt hier haben wir, ne? Ja, genau. So, das heißt, wir müssen also in die Richtung. Zwischen Süden und Osten, also Südosten, da die Ecke. Das Meer ist hier schön blau, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist sehr, sehr schön. Aha. Aha. Da sieh mal einer an. Hab's doch gewusst. In der Ecke scheint aber nichts mehr zu sein, glaube ich. Hier ist, glaube ich, sonst nichts mehr. Da ist noch was. 2 Relikte fehlen uns noch, glaube ich, ne? Okay. Frage ist, wo könnte noch was sein? Da haben wir schon, glaube ich, alles aufgedeckt. Hier unten... Weiß nicht. Hm, schwierig. Bin echt am Überlegen, wo da... Hm. Wo könnte denn noch was sein? Da... Oder ich schaue tatsächlich mal im Internet nach...
dass ich da vielleicht mal gucke, dass ich da vielleicht irgendwie, damit wir es vielleicht schneller finden, die letzten Items. Dass wir es vielleicht so machen. Ich suche mal jetzt eben, wo die Animation kommt, eben eine Karte raus. Sehr schön. So, ich glaube, ich habe was gefunden. Ich weiß noch nicht, ob ich die Karte eben mal eben größer machen kann, dass ich mir das mal eben angucken. Ja, sehr schön. So, ich gucke mal eben. Also, wir müssen ja sowieso hier unten die Sachen holen. Das mache ich mal eben schnell. Das ist auch das Einzige, was hier unten ist, das Buch und das Upgrade. Ich weiß schon, wo ein weiterer Ort ist, ein früherer. Hier ist das Upgrade und auch das Buch. So. Dann schauen wir mal. Es donnert schon wieder. So. Das dürfen wir ja schnell kriegen, das Buch. So, hier lang und einmal um die Ecke, bitte. Und dann müssen wir hier hoch, genau. So einen ehemaligen Ort, genau, das wollte ich vorhin gesagt haben. Den habe ich gefunden auf der Karte, die ich jetzt im Internet gefunden habe. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse drum. Es geht ja jetzt einfach nur darum, um das halt mal zu komplettieren. Weil wir haben ja eigentlich im Prinzip soweit schon relativ viel gefunden und die einzelnen. Ich will es wie gesagt nicht rauszögern jetzt hier das Let's Play, weil ich weiß nicht, wie viele Folgen das dann noch werden würde. Und da wir ja eher auf einem guten Weg sind, machen wir das doch mal. So, das heißt also, jetzt muss ich mal eben kurz vergleichen. Hier unten, wo bin ich denn? Da, neben dem Buch ist auch noch was. Das heißt, wir müssen jetzt hier unten einmal komplett lang. Das mache ich mal. Da müsste ein verlassener Ort noch sein, den wir noch nicht haben. Also ich düse da mal lang. So. Weiß nur nicht genau, welcher das ist und wo der jetzt gerade genau sitzt. Der sitzt noch ein bisschen weiter. Das ist am zweiten Buch hinten. Also jetzt quasi einfach nur geradeaus, dann sind wir schon da. Den düse ich jetzt mal. Da wird das Wetter ja auch wieder besser. In der Stadt ist es nur am Regnen anscheinend. Also es ist jetzt nicht irgendwie zufällig generiert, das Wetter. Das könnte der Ort sein, den wir nicht haben. Ja. Ja. Huch. Sieht ein bisschen aus wie die hier in New York, ne? Ein wenig. Mutters Blick. Das ist Mutters Blick. Sehr schön. 8 von 10. Ich gucke auf die Karte. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hier ist noch eins. Fahren wir direkt weiter. Müsste die Richtung sein. Da ist auch noch ein Landmark.
quasi, wen wir noch nicht haben. Fahre ich richtig? Gucke gerade. Ja, ein bisschen weiter nach links. Also so die Richtung müsste es sein. Wie gesagt, ich gleiche das jetzt mal ab. Oder beziehungsweise ich kürze das auch mal eben ab, weil sonst wird das, glaube ich, ewig dauern, bis ich das hier alles gefunden habe. Das ist bestimmt da hinten das... Ja, das ist das Boot da hinten. Noch ein Boot. Eins, was nicht auf dem Haus steht, sondern im Wasser liegt. Brach quasi. Sehr schön. Oder? Ah, nee, ist gar kein Boot. Wann zähle ich denn da? Hä, das sieht ein bisschen aus wie Ägypten. Oder so, so... Griechenland-Tempel. Hm. Krass. Fehlt uns ja nur noch eins, glaube ich, ne? Göttinnenhaus. So, ein Orientierungspunkt. Und ich glaube, ich weiß, der ist auch hier links, tatsächlich. Müsste die Richtung sein. Okay, ja, genau die Richtung. Ziemlich außen an der Karte, links. Da hinten sehe ich es schon. Was ist denn das? Ein alter Fernsehturm? Nee, Fernsehturm hatten wir ja schon. Was ist denn das? Ach, eine alte Satellitenschüssel. Eine alte Satellitenschüssel. Und dann haben wir alle. Die Splitterschale.